Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Anno2205. Und heute werde ich mich um dieses Rote hier oben kümmern und will da grüne Zahlen schreiben, also beziehungsweise keine roten mehr. Werden wir sehen, ob wir das hinbekommen. Sprich, wir schauen uns erstmal an. Also ich weiß nicht, ob wir es heute hinbekommen, vielleicht wird das auch ein mehrteiliges Ding. Ich hoffe mal, wir kriegen das heute schon hin. Das ist natürlich aber auch wieder eine Menge Geld. Heißt, wir werden das eine Farmland so gesehen. Backern, mehr oder weniger. Nennen wir es mal Farmland. Hast du wirklich gedacht, ich würde das tun? Ach Gott. Was? Finden Sie eine Weihnachtsversammlung? Vor einem öffentlichen Gebäude? Okay. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Es schneit ja sogar. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Hat er was? Geil. Das ist ein Weihnachts... Was war das? Weihnachtsmannversammlung vor einem öffentlichen Gebäude. Kann man die denn sehen? Dafür gibt es doch einfach viel zu viele Gebäude. Möchten Sie hereinkommen? Okay, darum kümmere ich mich jetzt nicht. Das mache ich vielleicht einfach mal nebenbei. Oder halt irgendwann zwischen den Aufnahmen. Das Vergnügen so, ist ganz meinerseits. Ja gut, das ist ja auch erstmal mehr oder weniger irrelevant. Die ging ja sowieso etwas von den schweren. So. Durchschnittlich. Intelliware und so weiter. Wir können vielleicht auch hier mal gucken. Intelliware brauchen wir. Wir brauchen, und das ist auch nur in der gemäßigten, wir brauchen mehr Verjüngungskuren und so weiter. Kann man denn nochmal drehen? Wie ging das nochmal? Kann man nicht irgendwie, gab es irgendwie eine. Mal ranzoomen. Das wollte ich nicht. Dann drehen wir einfach mal, warten, was wir in die richtige Richtung sind. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie man dreht. Die Frage ist natürlich auch, was sind für die, was sind öffentliche Gebäude? Sind das so wie Transportzentrum oder Sicherheitsabteilung oder sowas? Oder sind es Infozentren, die öffentlichen Gebäude? Eine offizielle Finanzspritze. Hoffentlich reicht es aus, um die Bücher auszugleichen. Das auch mehr hiervon. Was machen wir überhaupt hier? Einmal
Rohkost. Entweder erneuern wir die Genehmigung oder wir geben die Route auf. Ihre Entscheidung. Ja, wir geben die auf und machen später andere. Sollte jetzt nicht auslaufen. So, jetzt ist halt natürlich die Frage, wie viel Platz brauchen wir? Ich muss einfach mal, dass wir nicht wissen, wie viel Platz wir brauchen, dann können wir immer noch verschieben. So, zack, minus 11. Minus 3. Plus 4. Fallen wir erstmal hier rein, blau, plus 37. Jetzt haben wir hier. Was haben wir jetzt hier? Wir haben hier einen Plus von 37 und Plus von 4. Heißt, wir sollten aber auch noch ein paar mehr hiervon produzieren. Dann stellen wir jetzt mal ein weiteres hier hin. Dass wir einfach ein größeres Plus haben. Denn in der Arktis. Okay, nee, das sind nur die Arktis. Ach, das sind die Arktis-Sachen, okay. Heißt, wir sollten jetzt hier zumindest einen Überschuss, was das betrifft, haben. Dann brauchen wir noch Algen. Da haben wir nicht genügend von. Wir haben nicht genügend Rinder. Haben wir noch eine Rinderfarm? Nehmen wir Wein, nehmen wir ganz viel Reis. Gucken wir jetzt nochmal bei den Bestehenden, ob wir hier irgendwie Rinderfarm haben oder die irgendwie upgraden können. Das ist ja 440%, das ist ja schon genügend, das ist halt nur zu wenig. Hier haben wir doch bestimmt eine Rinderfarm. Was ist das? Weingut. Dadurch Obst, werden Kapazitäten frei. Saft. Wir brauchen Sojabohnen. Wir haben genügend Sojabohnen. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Das heißt, wir bräuchten noch eine Rinderfarm. Rinderfarm. Einfach mal direkt daneben. Wir haben natürlich wieder zu wenig Energie. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Luxuskost. Space Shuttle dockt an. Verkehrsanbindung. Energieknappheit. Passt das? Ein Plus 195. Jetzt haben wir hier ein Plus. Das ist halt die Frage. Das ist halt nur die Sektorbilanz, ne? Das ist halt das Problem. Hier sind wir jetzt heißt im positiven Preis, was da, Bereich, was das betrifft. Dann bräuchten wir noch Algen. Haben wir hier in den ganzen Küstengebieten. Das ist Entsalzung. Hier haben wir noch nichts. Die machen wir einfach mal hier Algen hin. Keine Ahnung, ob wir noch welche irgendwo haben oder nicht. Wir brauchen Algen. Jetzt Intelliware. Intelliware hatten wir hier. Nee. Hatten wir hier. Für Intelliware brauchen wir Flachsfasern und Mikrochips. Da haben wir plus 8 und plus 10 von. Das heißt. Intelliware. Platzieren wir besser auch hier. Vielleicht allerdings hier. Jetzt haben wir 1 von 0. So, was das betrifft, ist schon mal ausgeglichen. Machen wir mal lieber einen Überschuss. Denn wir wissen ja nicht, wie viel wir noch bei den anderen brauchen. Das heißt, wir sind hier auch ein Plus. Dann brauchen wir, haben einen Verbrauch von 8 Replikatoren und wir haben. Immer noch an die Firma. Dabei könnte deine Stimme die Welt erschüttern.
So. Investoren. Das heißt, von dem Kram haben wir sowieso noch überhaupt nichts an Replikatoren. Dafür brauchen wir Mikrochips und Multispecs. Prismen, dafür brauchen wir seltene Erden und Diamanten. Und dafür brauchen wir eine Diamantenmine. Das heißt, was die Investoren betrifft, das ignorieren wir jetzt einfach mal. So, das heißt, wir müssten jetzt in der Arktis gucken. Wir müssen für die Arktis gucken. Was beide Moment ist. Die Quantenviecher sind, glaube ich, die Quantencomputer sind, glaube ich, auch. Oh ja, sie sind. Ups. Sind auch hierfür, glaube ich, ne? Jawohl, die Quantencomputer sind auch hierfür. Das heißt, die können wir auch erst ignorieren. Was heißt sie denn? Wie sieht es beim Mond aus? Beim Mond sieht es eigentlich ganz gut aus. Das heißt, wir müssten jetzt mal gucken, wie das hier so aussieht bei den Archeaschollen. Wobei, wenn man das mal so betrachtet, müssten wir auch die Quantencomputer produzieren und rüberschiffen, damit wir noch mehr Plus machen können in der Wildwasserbucht. Aber schauen wir uns erstmal an, wie die Sektorbilanz in den Archeaschollen ist, oder in den Archeaschollen. Was gerade etwas dauert, weil die Festplatte überlastet ist, aber cool, dass man cutten kann. Ohne Menschen wie mich würde hier nie etwas erledigt werden. Finde Geschenk auf einer Insel in den Archeascheunen. Finde Geschenke. Was? Geschenke in allen Sitzungen freigeschaltet. Okay. Dann machen wir, glaube ich, die Sachen so als kleines Video. So nach dem Motto Weihnachts-Event sein. Nehmen wir es mal einfach so. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Hier sieht es aus. Davon ist zu wenig da, davon ist zu wenig da. Warnung, unerfülltes Bedürfnis. Wofür brauchen nach die denn sowas? Ich hoffe, Sie finden es. Warnung, unerfülltes Bedürfnis ja, nach ja, bestimmten ja, ja, ist ja gut. Die meisten Entscheidungen hier ergeben wenigstens etwas. Warum? Das ist ja krass, dass die hier sowas haben wollen. Okay, also wir brauchen mehr Luxuskost. Wir gucken einfach mal auf dieses hier, das ist auch 191. Wir brauchen aber auch mehr Konservennahrung, scheinbar. Wir gucken erstmal, was wir hier produzieren. Wir brauchen Molybdän, haben wir scheinbar einen ordentlichen Verbrauch. Molybdän wird doch hier raus produziert, oder? Ne, das waren. Wir brauchen wegen den Nano-Dingern brauchen wir so viel Molybdän. Ist das Energie? Das ist Energie. Das ist ja auch Energie, ne? Das ist Methan. Ne, das ist doch. Was? Das sind doch natürlich Rohstoffe für Methan, Eis. So, never mind. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Molybdän. Hier haben wir Energie. Und das war's. Was haben wir denn hier? Hier haben wir. Was haben wir denn hier? Wir haben Aluminium. Wir haben hier Molybdän. Haben wir jetzt hier ein Plus von 2. Für den Anfang natürlich nicht schlecht. Da haben wir Energie. Und das war's. Das heißt, für die anderen Sachen müssten wir uns dann hier bereitschlagen. Uns, da haben wir ein Geschenk, aber das machen wir später noch. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen Plus von 2. Da haben wir einen Plus von 0. Jetzt brauchen wir einen Plus von den Konservennahrungen. Da machen wir einfach ein weiteres hier hin. Haben wir einen Plus von 1. Ein Plus von 2, das war's. Mehr geht nicht. Hier geht auch nicht mehr. Haben wir denn jetzt noch genügend Fische? Jetzt haben wir nicht genügend Fische.
Hier Fische, da Fische. Sind wir auch voll von Fischen. Hier produzieren wir Algen. Was ist das? Dann haben wir hier nichts, was das betrifft. Dann haben wir hier Fische. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Was haben wir jetzt hier für ein Plus? Jetzt haben wir ein Plus von 5, weil jetzt brauchen wir allerdings wieder mehr Energie. Das Methaneis. Dann haben wir Energie. Wir haben wieder Methaneis. Warnung, Energiebedarf nicht länger deckbar. Oh, wir haben hier Deuterium. Eine offizielle Finanzspritze. Hoffentlich reicht es aus, um die Bücher auszugleichen. Was haben wir hier? Wir haben hier das. Nur zu. Sowas haben wir hier nicht. Das heißt, wir müssten gucken. Ich glaube, wir haben hier nämlich alles auch schon direkt full gemacht. Das heißt, wir müssten. Wo haben wir jetzt das Schiff? Wir haben hier das Schiff. Das heißt, wir. Bestätigt. Kommen hier hin und müssen hier dort besiedeln für die Energie. Dann brauchen wir mehr Superlegierungen. Superlegierungen. Für Superlegierung 1095, was ein heiliger Scheiße. Kommen Sie rein, aber. Da haben wir einmal das. Das haben wir hier. Jetzt hier ein Plus von 1 immerhin. Und ein Plus von 0 Tiefsekoralen. Quantencomputer haben wir sowieso noch überhaupt nicht. Also wie gesagt, um die Quantencomputer kümmere ich mich erstmal überhaupt nicht. Weil das sind ja Sachen, die erst später dazugekommen sind, wobei das die Quantencomputer, die brauchen wir halt doch schon relativ mehr Energie, als sie flink. Wir brauchen aber mehr Energie. Wir brauchen eine positive Energiebilanz. Dafür das Schiff, was mittlerweile dort heißt, wir beanspruchen das Gebiet. Die Custodians haben ihnen bereits die Zustimmung erteilt. Hervorragend. Das heißt, sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Gewinnen jetzt hier wieder massenhaft Energie. Nächstes Astronautenteam trifft ein. So, verbinden wir mal bis hierhin. Und bis nach dort. Das heißt, wir haben hier ein Plus von 1030 Energie. Wunderbar. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Das sieht so aus, dass wir hier fast alles haben. Zumindest für diese Region haben wir alles. Unsere Siedlung ist nichts Besonderes. So, das heißt, wir brauchen Luxuskost. Luxuskost. Dann kümmern wir uns erstmal darum, dass wir hier Luxuskost. Routenübersicht. Haben wir denn hier schon Luxuskost? Wir haben hier Luxuskost. Das heißt, wir können das anpassen auf plus, guck mal, auf plus 4. Also haben wir jetzt hier ein Minus von 8. Transferroute wird überarbeitet. Ja. Was haben wir hier? Bauoptionen erweitert. Okay, das fehlt denen. Quantencomputer haben die dort einen Mangel. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin und produzieren mehr Luxuskost. Damit wir dort drüben auch noch Luxuskost haben, damit die da drüben halt zufrieden sind. Ging es hier hin. Luxuskost. Oh Gott. Das nicht dann so. Ja, so war das. Mit dann noch wieder so ein Ding. Ja. Plus von 0, ein Plus von 7 immerhin.
Was haben wir hier? Wir haben hier Energie. Energie. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Zack, 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 zack. Mehr können wir nicht haben. Ein Plus von 1500. Arktisregion. Dann haben wir das hier. So. Das heißt, dann geht es hier wieder rüber. Dann wollen wir mal gucken, ob es da noch andere gibt aus der gemäßigten Zone, die dort benötigt werden. Okay, wir verbrauchen natürlich auch gerade viel von den Superlegierungen, einfach aufgrund dessen, dass wir dort eine Linie haben, was das betrifft. Ich bin mitten in einem Test. Sind wir bei 210. Wir haben ein Plus von Luxusgut, wir haben, da sind wir auch im grünen Bereich. So, gemäßigt, alles grün bis auf das, Arktis, wir haben Ihnen zusätzliche Ressourcen alles so bis auf das. Bitte setzen Sie sie mit Bedacht. Mond brauchen wir nichts. Dann gucken wir mal, wie es beim Mond aussieht. Was brauchen wir denn hier? Hier benötigen wir mehr Mikrochips und so weiter. Okay. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Also gefühlt sind wir immer noch beim selben Stand wie vorher auch. Wir haben knapp 40.000 Leute. So, wie sieht es denn hier aus? Hier sieht es so aus. Mond, positiv. Gemäßigt, da möchten die mehr Verjüngungskuren und mehr Intelliware. Arktis sieht gut aus. Mond sieht auch gut aus. Dann schauen wir uns einfach mal hier an. Einfach ein Gebäude. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Das kommt dann hier noch rüber. Gut, dann Verjüngungskur. Oh, scheiße. Ach, fuck off. So, dann habe ich jetzt gerade den Browser geschlossen, was ich nicht wollte. Kacke hier. Das geht natürlich jetzt wieder auf die Dings. So, So, Verjüngungskur. Plus von 4 bestätigen. Parameter werden erneuert. Ja. So, das. Dafür entschuldige ich mich, dass es gerade hier so am Lecken ist. Das liegt an dem Kackmist gerade. So, von hier nach dort ein. Plus von 1. Neue Transferroute aktiv. Plus von dem haben wir. Wir haben hier ein Plus. Das wird abgeliefert. Das wird nach dort geliefert. Das sieht schon mal gut aus. Das heißt, wir müssen jetzt prinzipiell Quantencomputer programmieren. Da haben wir ein Plus von 22. Mal draußen ein Plus von 5, ein Plus von 30. Machen wir daraus das. By wait a second, wird das jetzt dann teurer? Ja, das wird dann teurer. Dann bleiben wir halt in dem Bereich, wo es am günstigsten ist. Transferoptionen werden aktualisiert. Oh, meine Fresse. Das wird spaßig, ich werde zu cutten wegen dem Wichs hier gerade. Oh, wunderbar, weiter geht's. Problem gelöst. So,
Transferroute wird überarbeitet. Ja. Sprich, wir müssen uns wahrscheinlich jetzt doch um... Das ist halt die Frage. Können wir hier die Bilanz auch erhöhen? Wie ist denn mit den Bilanzen aus? 0, minus 44, 1000, holy fuck. Lass uns mal gucken, was wie es beim Weltmarkt aussieht. Ich denke mal noch eine neue Route. Wie sieht es im Mond aus? Haben wir Mondeis, ist die Frage. Plus von 10, was das betrifft. Hiervon haben wir nur ein Plus von 2. Ich kenne diese Marktberichte, also fassen Sie sich kurz. Wobei wir hier halt mehr wegbekommen würden, ne? Mond, das... Zack, nach da. Ein Plus von 208, das ist ja nix, ist das. So, wie sieht's denn dann aus mit der Ware? Da haben wir zwar nur ein Plus von 2, aber dadurch machen wir ein Plus von 408. Die Waren gehen raus. Machen wir es einfach mal so. Das ist zwar nichts und so weiter, aber. Abschwungsbelohnung, 10 Mekette Module. Module einsammeln. Vertrau mir, davon haben wir alle was. Das ist ja halt ein seltener Rohstoff, oder? Das Weltall bringt eigene Energieprobleme mit sich. Aber wer, wenn nicht Lei Sheng, ist besser geeignet, sie zu meistern? Gott, oh Gott, das ist eine gute Frage. Wir gehen auf Elektronik. Und hier ist der Blut. Wir erhalten seltene. 150.000 und 700 Iridium. Fuck, heilige Scheiße. Das ist ein ordentliches Plus jetzt. Ja. Ich wollte hier gar nicht hin. Eigentlich. Wir brauchen mehr Mikrochips. Oh, hallo. Hallo. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Warnung, beachten Sie. Forschungswaren fehlen. Warnung. Unzureichendes Forschungsmaterial. Ja, Warnung, ich weiß. Mikrochips.
Vorschubs. Hier nach dort. Bestätigen. Transferroute nimmt Betrieb auf. Jetzt fehlen hier Qubit-Prozessoren. Haben wir noch gar nicht. Kann das sein? Ne, haben wir noch nicht. Und was war das andere? Superkühler. Auch noch nicht. Ich muss sagen, Ihre Lebenszeichen sind innerhalb der Parameter. Doch ich empfehle, dass Sie nicht so lange in der Schwerelosigkeit. Darum müssen wir uns auch noch kümmern, aber das hat ja gut geklappt. Ich würde sagen, wir brauchen hier auf alle Fälle ein paar mehr Wohnungen, weil wir halt so wenig haben. Weil wir dort halt ein ordentliches Minus haben. Ich glaube, wir müssen im Iwamota-Gletscher und im in den Arkia-Schollen müssen wir eine Menge an Personen wieder neu bekommen. Ich könnte vor Freude rumhüpfen, aber ich habe 135, 45. Ich könnte vor Freude rumhüpfen, aber ich habe Höhenangst. Wir haben plus von 103, 145, von Dings und so weiter. Bauoptionen erweitert. Wobei, wir sollten vielleicht auf die Schwerkraftkompensatoren gehen. Können wir darüber schon drauf gehen? Anti-G. Seltene Erden, noch einmal mehr Fusionszellen. Das Beste, was ich produziert hatte. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Geld. Da warten wir, bis wir wieder Geld abgezogen bekommen. Das wollte ich nicht. Was ist das denn? Wie platzieren wir das? Das ist ein Fünfer halt, ne? Das ist das Ding. Da passen wir nicht ganz hin. Und dann machen wir das maybe so. So, wieder Unterhaltskosten. Weil es hier halt überhaupt vielleicht gar keinen Sinn macht. Vielleicht sollten wir uns eher auf den auf andere Sachen fixieren, wie Wildwasserbucht, dass wir dort alles full pushen. Eine offizielle Finanzspritze. Hoffentlich reicht es aus, um die Bücher auszugleichen. So ein Plus von 8, dann brauchen wir das.
Wo platzieren wir denn das? Haben wir denn hier noch ein Dings da? Haben wir noch Zusatzdinger? Groß sind sie? Ziemlich groß. Dann platzieren wir das hier. Plus von 2. Warlike Luna. Sehen Sie ein Lunara. Yay. Oh, Sie führen eine Inspektion vor Ort? Androiden. Wo bekommen wir Androiden? Ja, wir brauchen ein geplantes Gesundheitszentrum. Brauchen wir halt mehr Offiziere. Die brauchen die auch, ein Gesundheitszentrum. Die Frage ist, woher kriegen wir Androiden her? Das kommen wir wahrscheinlich hierher, ne? Nicht? Baubots. Hier ist nichts zu berichten. Wo kriegt man denn jetzt Androiden her? Da können sie ja nicht bauen. Oder ist das vielleicht so ein Ding, was wir freischalten? Gute Aussichten, wenn Sie mich fragen. Jetzt haben wir einen Plus von 155. Dann würde ich fast sagen, Grey Raiden will ich auch ja. Boah, kriegen wir die irgendwie hier durch irgendwann? Reibungslos. Bausätze produziert in. Orbitschildradius, Werkbank, Infrastruktur. Okay. Einiges, was uns eine Menge abnimmt. Mehr Belohnungen. Alle Bewohner produzieren Energie. Heilige Scheiße, ist das geil. Androiden im Lager liefern Arbeitskraft. Grüßen Sie bei Ihrem nächsten Besuch der Konferenz bitte meine frühere Ingenieurin. Es ist nahezu unmöglich, Sie über das Netz zu kontaktieren. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir Umfangsabrechnung, aber auch Landwirtschaftsprodukte. Neues globales Lager für alle Baustoffe wurde eröffnet. Oha! Ist ja auch geil. Womit kann ich Ihnen helfen? Haben wir hier auch ein Plus mehr oder weniger. So, jetzt haben wir hier ein Plus, das Gesundheitszentrum, das. Das kommt irgendwann. Wir kümmern uns jetzt um Quantencomputer. Müssen wir wahrscheinlich eine Diamine brauchen wir. Wir brauchen auch mehr Erden. Fällt mir gerade auf. Lass wir ein bisschen auch nochmal zurück. Also irgendwie habe ich es bis jetzt noch schlimmer gemacht. Wissenschaftler. Das brauchen wir. Wir brauchen für den die Sachen davor. Erweitern wir das Ganze mal hier in diese Richtung. Das
Vielleicht hier auch ein paar mehr Bewohner machen können. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. So, jetzt brauchen wir Diamanten. Ist halt die Frage, ob wir hier aus solchen Diamanten rausbekommen oder nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Aus Wildwasser braucht, dann müssen wir die von oben holen. Da, Diamanten. Machen wir hier. Nicht unbedingt, oh Gott, nicht unbedingt hier, sondern hier vielleicht eine Diamantenmine hin. Die auch dann, ich würde sagen, möglichst viel produzieren. So viel wie geht, aber. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Eine offizielle Finanzspritze. Hoffentlich reicht es aus, um die Bücher auszugleichen. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Oh, was haben wir denn hier? Börsensaal und... Ach so, wusste ich ja schon. Plus von 10 haben wir jetzt. Und wieder Unterhaltungskosten. Wir brauchen hier keine, deswegen können wir die neue Transferroute machen mit Diamanten. Von hier nach dort, bestätigen das Ganze. Transferroute registriert. Das ist jetzt die Frage, wie viel produzieren wir hier? Und wie viel brauchen wir? Wir brauchen hier 15 und da brauchen wir, müssen wir noch 3 mehr. Das heißt, wir müssen ein Plus von 18 in etwa produzieren. Okay. So, wir brauchen ein Plus von 18. Weil wir haben es noch gar nicht gebaut für immer auf, kann das sein? Oder haben wir unten was gebaut? Haben wir nicht unten was gebaut? Nee, es war nicht das. Haben wir hier was? Nee, haben wir auch nicht. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Eine Hardwarefabrik haben wir nämlich noch nicht gehabt. Quantensprung! Erfolgsliste aktualisiert. Neue Firmenstufe. Die Geschäftserfolge nehmen zu. Plus von 3. Plus von 10. Plus von 13. Und plus von 17. Plus von 20. Von 0. Plus von 3. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Okay, wir haben nicht genügend Metallschaum. Wow. Okay, was bringt das jetzt? Das bringt. Jemand interessiert sich für meine private Forschung. 261, okay. Haben wir überhaupt gerade ein Plus? Wir haben ein Plus von 20. Machen wir mal
eine neue Route von Arktis, Quantencomputer, von hier nach dort. Machen wir vielleicht aus das. Transferroute registriert. Plus von 3. Wir gehen jetzt stark zurück. Wir waren beim minus 50.000. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wir wollten es besser machen und haben es erstmal schlechter gemacht. Das ist natürlich schon wieder ein krasses Ding. So. Nein, das war die falsche. Bevor ich das mache. Vergnügen ist ganz meinerseits. Quantencomputer haben wir. Das heißt, wir brauchen noch stärkere Komponenten. Androiden. Wo bekommen wir Androiden her? Ah, hierher. Okay. Wir brauchen deutlich mehr Investoren. Firmenstufe plus 22. Wettbewerbsvorsprung ausgebaut. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Hier brauchen wir Mikrochips und Multispec. Ich habe mich nicht beschwert, oder? Multispec-Prisme. Dafür brauchen wir Diamanten und seltene Erden. Seltene Erden. Neue Transferroute. Mond. Seltene Erden. Von hier nach dort. Bestätigen. Transferroute nimmt Betrieb auf. Das heißt, wir produzieren jetzt auch hiervon. Prinzipiell. Oh, never mind. Ich habe das Falsche platziert. Transferroute ineffizient. Das wollte ich platzieren. Fehlende Waren. Earl Grey, hi. Stellen Sie Replikatoren her. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Eine Sektorbilanz von 1. Firmenstufe 23. Das geht jetzt auch wieder richtig flott voran hier. So, jetzt gehen wir hier auf 682. Was sind hier überhaupt rein? 625. Haben wir schon Schwerkraftkomponenten, einen Überfluss davon? So, Mond. Davon haben wir einen Plus von 2, das ist zu wenig. Neue Baupläne verfügbar. Neue Baupläne, Transmissionsraumhafen, wunderbar. Können wir die Mission auch abschließen, aber das machen wir noch nicht jetzt, das machen wir irgendwann andermal, weil wir jetzt ein anderes Ziel haben. Jetzt mittlerweile hier aus minus 7. Gehen wir mal schnell rüber, bevor wir da nichts machen können mehr. Bevor wir wieder warten müssen. Ist ja riesig. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Heilige Scheiße. Da ist aber ein Plus von 9. Dann können wir auch hier. Hoch Mond. Das. Davon nach hier. Ein Plus von 1 bestätigen. Transferroute registriert. Brauchen hier Replikatoren, neue Transferroute, das Replikatoren, zu wenig, wir brauchen mehr Replikatoren. Wir haben Ihnen zusätzliche Ressourcen bewilligt. Bitte setzen Sie sie mit Bedacht ein. Brauchen mehr seltene Erden, kann das sein?
Energie. Wir haben schon 24. Ist was haben wir hier? Wir haben hier Helium. Hier haben wir Titan. Hier haben wir seltene Erden. Dann machen wir hier noch mehr seltene Erden hin. Was haben wir hier? Solar, Energie, Eis. Wir brauchen mehr seltene Erden. Haben wir überhaupt das Gebiet hier erstreckt bisher? Noch nicht. Dann machen wir das mal. Transferroute ineffizient. Gut. Fehlende Waren. Plus von 9. Zack von zack. Aber es ist ein ordentliches Plus. Wir brauchen ja mehr Dings drüben. Wir haben sogar ein Plus von 10. Never mind. Dann kommen wir doch wieder rüber. Ich weiß nur jetzt gar nicht mehr weswegen. Ach, wegen Neuro-Dings, genau. Wir brauchen auch ein paar mehr Gemeinschaftszentren. Deswegen sollten wir uns darum auch nochmal kümmern. Sollte hier relativ flink gehen, dass wir das auch haben, damit wir noch ein paar mehr Leute haben, die dort zufrieden sind. Warenversorgung. So, hier hin. Hier ein Plus von 2, jetzt haben wir hier ein Plus von verringerte. Warum ist es verringert? Und ich nehme Mikrochips. Das ist die Frage, wo ist unsere Mikrochips? Produktion. Warnung. Energiebedarf zu hoch. Gegenmaßnahmen empfohlen. Diese Handelsgenehmigung läuft bald ab. Oh Gott, sehr angenehm. Wenn die Mikrochips sich überhaupt hier produziert. Ja. Ah. Da können wir sogar noch was dazu packen. Plus von 2. Plus von 8. Dann sollten wir das jetzt auch hier gelöst haben, dass wir jetzt hier mehr Produktion haben. 8. Das war trotzdem noch wegen Energieknappheit. Aber das ist doch gar kein Problem. Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie, als sie liefern. Das verringert ihre Produktivität. Sehr gut. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Ja, ja, ja. So, dann sollten wir jetzt auch wieder hier nach oben was transportieren können. Space Shuttle dockt an. Was war denn das jetzt noch? Ach ja, neue Transferroute. Zack, das nach dort. Transferroute registriert. Oh, da geht's jetzt ab.
das ja schon nice zu sehen. Bitte kontaktieren Sie mich. Es geht um unser gemeinsames Projekt. Quantencomputer. Wir haben nicht genügend Superkühler. Immer noch nicht. Jetzt aber. Neues Gebäude verfügbar. Hochsicherheitslabor. Aber es gibt ja noch einen Mangel hier an den hier. Draußen ist es kalt, oder? Kommen Sie herein. Sie dachten, Sie könnten einfach reinschneien? Nett von Ihnen. Unsere Investoren möchten das Projekt trotz ihrer momentanen Finanzkrise fortsetzen. Plus 5. Haben wir jetzt hier ein Plus des Ganzen? Ja, jetzt sind wir zufrieden. Ne? Ich bin mitten in einem Test. Zuschauer erlaubt. Geheimhaltung. Das Problem ist, die wollen wahrscheinlich auch dafür Zugang haben, ne? Und nicht genügend Metall schauen. Leider nur Superlegierung. Schaum, der ihr Haus formt. Auch nicht schlecht. Wenn wir schon hier gerade dabei sind, haben wir jetzt hier noch was hier fehlt? Superkühler und Qubit, okay. Superkühler. Von hier nach da. Transferroute registriert. Neue Route. Arktis. Von Qubit-Prozessoren von hier nach dort. Neue Transferroute aktiv. Das ist auch da positiv. Hier haben wir nur eine Mobilarität von 73%. Was wollte ich hier? Erfüllt das Bedürfnis nach Geheimhaltung, platzieren sich das nahe der Wohngebäude, um diese zu versorgen. Ist natürlich wiederum eine belastende Sache, weil wir wieder mehr davon brauchen. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Großer Mangel, minus 28. Da brauchen wir Energie.
Warnung, Energienetz überladen. Kreditwartung. Was haben wir hier für eine Kreditwartung? Ist das hier irgendwo? Ich hab 1000. Oh Gott. Das ist schon natürlich eine Menge. Aber wir brauchen mehr Energie. Das Ding ist, wir haben schon alle Energiesachen auf voll, ne? Das ist Konserve, das ist Gas. Hier ist halt irgendwie Knappheit. Energie haben wir hier. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Vielleicht sollten wir auch mal in solche, wenn wir es mit Upgrades investieren, sprich. Nur zu. Sprich, dass wir. Die ganzen Wartungen von den ganzen Häusern niedriger machen. Weil die Wartungskosten sind halt schon enorm, ne? Das kostet 181.000. Das könnte vielleicht auch schon eine Menge ins Positive uns bringen wieder. Schauen wir mal erstmal hier. Wartungs ist natürlich eine Menge. Energiewartung. Logistik, oh Gott, das heißt, wir haben hier keine Kreditwartung. Das ist natürlich belastend. Gucken wir erstmal hier bei unserem Hauptding, wo wir hier noch was machen können. Arbeitskraft, Energie und Logistik. Da können wir nichts machen. Arbeitskraft, Energie, Logistik. Das heißt, wir können es wahrscheinlich nur bei den Energiesachen machen, kann das sein? Arbeitskraft, Energie, Logistik. Energie war hier ja in diesem Gebiet, waren nur diese Winddinger hier. Das heißt, wenn wir jetzt hier 5 Wartungsmodule platzieren, haben wir eine geringere Wartung, nur noch von 5. Das sollten wir. Können wir es bei denen hier auch machen? Ne, das ist auch wieder nur Arbeitswartung, Energie und Logistik. Das geht dann nur bei den Energiedingern. Das ist schon mal schade, aber auch gut zu wissen. So, hier sind wir also durch mit dieser Insel. Dann gucken wir, machen wir es bei dieser Insel auch noch. Ah! Das geht aber auch, glaube ich, gerade nur, weil wir halt diese Baupläne haben, ne? Fragen Sie mich nicht, wie mir das gelungen ist, aber Ihnen wurde ein Sonderdarlehen bewilligt. Also, wie ist die... Sind wir bei 5. Vielleicht sollten wir es aber auch gar nicht bei denen hier machen. Das ist halt die Frage, ob wir diese noch wieder zurückkriegen, die Module. Space Shuttle dockt an. Was soll man das bei den Gebieten machen, wo es halt wirklich extrem viel ist, ne?
Diese Handelsgenehmigung läuft bald ab. Die Sache wird erledigt. 7.500, das ist krass. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt sind wir bei 75. Das hat's gebracht. Was hat's jetzt wirklich gebracht? Es sind ja noch andere Energiegewinnungsdinger. Limit erreicht. Okay. Die Frage, kriegen wir das wieder? Es waren jetzt natürlich Sachen. Konnten wir sehr gut gebrauchen. Die Frage, bekommen wir soweit wieder oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Aber wir können hier immer noch Kreditwartung reinpacken. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Dann machen wir das. Machen wir das erstmal hier. Okay, zumindest halbiert. Also das sind nicht so gut wie die anderen, aber das ist natürlich auch schon mal etwas. Machen wir das Ganze aber erstmal am Iwamoto-Krater, weil dort ist es halt deutlich mehr. Das ist jetzt die Frage. Angestellte. Angestelltenverwaltung kostet 1018. Die wegzuhaben wäre natürlich auch gut. Mal minus 20% und die hat nur minus 10%. Okay, das ist halt der Unterschied. Ah, jetzt bin ich bei 600. Das ist natürlich auch. Ist nicht so gut wie das andere, aber ist nicht verkehrt. Da muss man hier fix um. Sollte mal alles so richtig sein. Alles sollten wir jetzt haben. Das heißt, hier sind wir schon mal so weit runtergegangen, wie es nur ging, was das jetzt betrifft. Wir gehen jetzt einfach nur auf die Kredit Sachen. Aber was machen wir später, weil da brauchen wir gerade irgendwie länger, um an die Fragen Sie mich nicht, wie mir das Dingenses zu kommen. Deswegen gehen wir erstmal zur Wildwasserbucht.
schon das Ganze hier nochmal. Wenn wir wieder andere Sachen bekommen, dann können wir die ja wieder nutzen. Dann können wir die hier einfach abreißen. Also genehmigen wir uns einfach mal hier so die 50%. 50% ist nicht viel, aber auch nicht wenig, ne? Mal nicht vergessen. Dann verbrauchen wir zumindest auch mal die Baubots. So, mehr geht, was das mit der Energie betrifft, geht jetzt hier nicht mehr. Teil schon produzieren. Produzieren wir jetzt hier 60. Sehr schön. Was das betrifft, was hier immer auch voran. Und auch in Zukunft. Was haben wir jetzt denn eigentlich noch hier? Wir haben hier noch Arbeitskraftwartung. 20 Stück davon, okay. Haben wir keine Energie mehr. Mal hier denn? Ah, okay. Hier haben wir Energie. 1200. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich gemacht habe. Und ob ich hier fertig war. Blöde Motte. Fertig war ich ja scheinbar schon. Verdammt. Ich meine, ich wollte noch was machen. Sache, die wir auf alle Fälle machen sollten. Schwerindustrie. Ja auch. Viere.
haben wir auch die Unterhaltskosten, ne? Kriegen wir das hier noch ein bisschen weiter runter gedrückt. Mit den Prefabs nennen wir es mal so, bis wir mit den Blueprints, die wir bekommen haben. Wie sieht es denn nicht hiermit aus? Vertrau mir, davon haben wir alle was. Wir haben abgestimmt, okay. Okay, hier für Sheng wurde abgestimmt wieder. Verdammt. Endet am 26.12. Ach, das ist Realzeit? Okay. Krass, dann muss ich da ja öfter mal reinschauen. In-game. Haben wir keine Wartungsmodule mehr? Die haben wir noch. 20. Arbeitskraft. Das ist aber nur eine Arbeitskraft von 55 Energie und Transport. Das ist halt irgendwie. Muss man halt sagen, das sind halt so Sachen, das ist halt schon fast irrelevant, weil das ist halt. Gut, Energie nicht, aber. Das ist für uns gerade temporär irrelevant. Shuttle kommt planmäßig an. Da gucken wir einfach nochmal, was wir hier machen können. Dann beende ich einfach mal die Folge hier. Die ja eigentlich nicht wirklich viel gebracht hat. Die es eigentlich nur schlimmer gemacht hat. Wir haben 25 Ingenieure. Ich hoffe, Sie finden es hier nicht langweilig. Aufbereitungssystem brauchen die. Ja. Oh, fuck off. Ich gehe immer wieder raus gerade. Für das Allgemeinwohl sind Opfer nötig. Ist nicht persönlich gemeint. Kann man den Schild ratlos erhöhen eigentlich? Ihre Lebenszeichen sind innerhalb der Parameter. Doch ich empfehle, dass Sie nicht so lange in der... Oh, tut mir leid, ich war in Gedanken. Mitten in einem Test. Zuschauer erlaubt. Kommen Sie rein, aber bitte fassen Sie nichts an. Ich bin mitten in einem Test. Zuschauer erlaubt. Ja? Fast behaupten. Gut. Ich wollte Ihnen sowieso meine Studien zeigen. Ist die Frage, ist der Raius ausreichend oder nicht? Ja. Möglichst nah. Brauchen wir eine Solarzelle, Stauplattform? Wir haben Ihnen zusätzliche Ressourcen bewilligt. Bitte setzen Sie sie mit Bedacht ein. Hitzeverringerung ist unzureichend.
Gut, ich wollte Ihnen sowieso meine Studien zeigen. Gottes Willen, so, das nach dort. Das nach da. Kann ich helfen? Die staubert von mir nicht, ey. Ja. Das müsste nach dort, das müsste eventuell hier hin. Kann ich helfen? Ach Gott. Motte, hau ab, das ist mein Futter, meine Güte. Gottes Willen, flieh doch einfach zum Licht. Normale Motten auch. Die Stauplattform kommt dann jetzt hier. Temperaturen erreichen kritische Stufe. Ich hoffe, Sie finden es hier nicht langweilig. Du nur zu kalt. Ich hoffe, Sie finden es hier nicht langweilig. Ich bin mitten in einem Test. Zuschauer erlaubt. Oh, Gottes Willen. Okay, ja? Das heißt... Kann ich helfen? Die müsste hier hin. Weitere Forschung nun möglich. Hitzeverringerung ist unzureichend. Die müsste hier hin. Das ist jetzt zu hoch. Oh, hallo. Da haben wir hier mal eine Temperatur plus Ding. Was machen wir das hier? Ich bin mitten in einem Test. Zuschauer. Solar, Temperatur, Kühl. Aufbereitungsmodul. Oh, tut mir leid, ich war in Gedanken. Vorsicht, weitere Forschung nun möglich. Kommen Sie rein, aber bitte fassen Sie nichts an. Perfekt. Ich bin mitten in einem Test. Zuschauer erlaubt. Ja, haben wir das. Ich wollte Sie nur daran erinnern, dass die Genehmigung für die Gewächshaus. Kommen Sie rein, aber bitte fassen Sie nichts an. Ja. So, Schwerkraft, dann brauchen wir das Gewächshaus. Reicht eine Expertisebilanz von 100. Erfolgsliste aktualisiert. First Flight. Ich hoffe, Sie finden es hier nicht langweilig. Solarzellen. Ja. Es ist jetzt noch zu kalt. Ich hoffe, Sie finden es hier nicht langweilig. Hallo. Ich hoffe, Sie finden es hier nicht langweilig. Haben wir jetzt hier zwei davon? Forschung bietet neu. Sicher. Die Netzwerkoptimierung ist ein fortlaufender Prozess. Hitzeverringerung ist unzureichend. Oh, hallo. Ich hoffe, Sie finden es hier nicht langweilig. Plus 6, plus 6, plus 10, plus 2. Thank you.
bin mitten in einem Test. Zuschauer erlaubt. Pixelverringerung ist unzureichend. Hierhin. So, jetzt aber perfekt. Hey, hey, dann gucken wir mal was. Analyse von und ihre Lebenszeichen sind innerhalb der Parameter. Doch ich empfehle, dass sie nicht so lange in der Schwerelosigkeit bleiben. In der Werft ist es laut und dreckig, aber du kannst trotzdem mal vorbeikommen. Dann noch einer Minute Zeit. 47 müssen wir zerstören. Shuttle kommt planmäßig an. Ja, das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Das liegt aber auch hier dran. Gut, dann kümmere ich mich einfach mal um die und sehe euch dann im nächsten Video wieder. Dann machen wir einfach mal diese kleinen Weihnachtsmissionen, sag ich mal. Unsere Investoren möchten das Projekt trotz ihrer Tipps und Tricks habt, gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sehe euch dann hoffentlich in der nächsten Woche wieder oder im nächsten Video wieder oder im nächsten Video hier auf dem, also im nächsten Video von Anno oder im nächsten Video hier auf dem Kanal. Tschüss. Ich habe gedacht, versucht, schnell so mal ranzuhängen. So, machen wir mal die Geschenke, mal gucken, was drin ist. Okay. Vielleicht ist immer mal was drin. Die Weihnachtsmannversammlung zu finden ist, glaube ich, das Schwierigste. So. Kein Grund für irgendwelche Klagen. So, Geheimhaltung. Warte, Quatsch. Die Frage, sieht man die? Eigentlich sollte man ja wirklich da fast schon von oben raufklicken können. Bisher aber noch nichts gefunden. In den gerade eben anderthalb Stunden. Die Frage ist, was wird als öffentliches Gebäude gewertet? Das ist ein öffentliches Gebäude. Vor den Gemeindezentren. Können wir einfach mal gucken. Außer nur Transportbau. Das ist ein Gemeindezentrum. Hier ist keine Versammlung. Space Shuttle dockt an. Hier ist keine. Wir haben Ihnen zusätzliche Ressourcen bewilligt. Hier auch keine. Bitte setzen Sie sie mit Bedacht ein. Hier auch keine. Ja, auch keine. Haben wir jetzt, was haben wir hier noch für Gebäude? Das Geheimhaltungszentrum. Davor sind auch keine Leute. Okay. Geschenk habe ich auch noch auf der anderen Seite hier gefunden. Hier war ein Geschenk. Ist klein, was? Wo immer du hingehst, Nick war schon da. Und er bringt immer bergeweise hochwertige Waren mit. Okay. Ach, hier war was.
Gut. Warum ist denn. Jetzt hier. Zack. Und hier sammeln. Ach Gott. Rip-Sound. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ja, meint, das ist ja was anderes, ne? Das hat ja was damit zu tun. Worauf ich hier gerade keinen, was ich hier gerade nicht machen will. Verstanden. Also Leute, einfach mal hier. Zack. Der verrät's nicht, okay. So, hier haben wir jetzt auch keine gefunden. Das ist ja eine Weihnachtsmannsammlung. Sammlung vor einem öffentlichen Gebäude. Ugh. Öffentliche Gebäude sind hier. Infozentrum, Polizei, U-Bahnhof. Mehr haben wir nicht. Das ist aber schon eine Menge. Das ist doch die Frage, was ist mit Vorgebäude gemeint? Oberstraße? Nix. Alles klar, der Fluss ist stabil. Das ist scheinbar auch nicht eine Versammlung. Ah, doch. Gut, ich wollte mich schon selbst drum kümmern. Weihnachtsbaum erhalten. Ornamente. Wunderbar. Gehen meine Pflanzen dauernd ein. Ja, und damit auch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also nochmal, ne? Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.